Es war ein langer Tag. Wir haben um 16 Uhr hier heute angefangen. Es waren viele Kollegen aus den Stahlbetrieben da und haben dem Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite eine Uhr überreicht, die signalisieren sollte, es ist 5 vor 12 und um 5 Uhr gehen die Verhandlungen los und dass wir ein gutes Ergebnis brauchen. Die Angebote, die am Anfang gekommen sind, waren für uns nicht zu diskutieren. Wir waren zu Beginn sogar so weit, dass wir fast aufgehört hätten zu verhandeln. Eine, wie ich finde, sehr, sehr zähe Veranstaltung mit vielen mühseligen, auch Einzelgesprächen. Es hat dann zum Glück noch mal einen guten Schub gegeben. Die Arbeitgeber haben gemerkt, dass sie uns so weit provoziert haben, dass sie sich bewegen müssen. Danach sind wir in die Verhandlung gegangen, von 17 Uhr bis jetzt 4 Uhr morgens. Und deshalb würde ich sagen, war es schon wirklich ein harter Kampf, zu dem Ergebnis zu kommen. Das Ergebnis ist ein Paket aus drei Teilen. Wir haben für die Auszubildenden jetzt eine Fahrtgeldregelung erreicht. Wir haben die Fortschreibung der 5% Altersteilzeitquote erreicht und wir haben eine Entgelterhöhung mit einer Einmalzahlung und einer Festkomponente von 2,3% für 14 Monate mit einer Laufzeit bis Ende Februar 2017. Muss man natürlich auch die Lage der Stahlindustrie mit betrachten. Auch wenn die 2,3 sich niedrig anhören, ist es in der Lage, in der wir sind, ein vertretbares Ergebnis. Wir haben eine extrem unterschiedliche und auch extrem teilweise schwierige Situationen im Stahlbereich. Wir haben wenige Betriebe, die gut ausgelastet sind und gut verdienen. Wir haben viele Betriebe, die gut ausgelastet sind, aber kein wirkliches Geld verdienen. Wir haben dann auch noch Betriebe, die sind schlecht ausgelastet und schreiben auch noch tiefrote Zahlen. In einer solchen Situation ein Ergebnis hinzukriegen, was für alle passt, ist extrem schwierig. Deshalb glaube ich, ist dieses Ergebnis dieser Situation angepasst. 2,3% mehr Geld bedeutet, dass unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Inflationsrate effektiv mehr Geld in der Tasche haben. Und die 200 Euro für die Monate November und Dezember bedeutet gerade für die unteren Entgeltgruppen eine überproportionale Steigerung. Und ich glaube, auch das tut gut. Ein kleiner sozialer Faktor in einer Tarifrunde kann nie schaden. Aus Sicht der Azubis würde ich sagen, haben wir ein gutes Ergebnis erzielt. Bei den 2,3% Entgelt sind wir ja mit dabei auf 14 Monate. Und dann haben wir ja noch eine Einmalzahlung von 80 Euro für die Azubis, was aus meiner Sicht sehr gut ist. Bei den Fahrkosten haben wir einen Anteil von 40 Euro. Und alles, was darüber hinausgeht, wird vom Arbeitgeber übernommen. Und das war ja unser Ziel, dass für die Leute, die wirklich einen sehr weiten Anfahrtsweg zur Berufsschule haben, dass die da auch wirklich unterstützt werden. Positiv. Weiterhin ist das emotionale Thema Altersteilzeit, dass wir das weiterhin bei den 5% festschreiben konnten. Die Arbeitgeber wollten von den Quoten runter. Sie wollten die Quoten teilweise bis auf Null fahren. Sie wollten teilweise reine freiwillige Lösung. Deshalb werte ich es als Erfolg, dass wir das Instrument Altersteilzeit, was für unsere Kolleginnen und Kollegen wichtig ist, dass wir das genauso erhalten können. Der Knut Giesler, der sagte, wir haben jetzt ein Spiel hinter uns, wo wir nicht unbedingt in die Fankurve hinlaufen und uns den tosenden Jubel abholen. Daraufhin habe ich gesagt, es ist aber auch kein Spiel, wo wir, ich sag mal, mit dem gesenkten Kopf in die Kabine reinlaufen müssen und uns verstecken müssen. Wir aus Salzgitter haben schon mit unseren Vertrauensleuten teilweise diskutieren können, weil das Ergebnis ja seit dem 26. morgens praktisch bekannt ist. Es ist ein schwieriges Ergebnis. Es wird auch sehr stark diskutiert. Wir haben natürlich im Moment große Probleme. Am Anfang, wie wir die Tarifforderung aufgestellt haben, waren wir so weit, dass die Flachstahlsäulen immer noch gut bestückt waren, die auch die Forderung ganz klar getragen haben. Es gab genug Kolleginnen und Kollegen aus anderen Betrieben, die damals schon gesagt haben, uns geht es eigentlich schlecht. Die Forderung ist auch schon anspruchsvoll. Und gerade wie wir die Forderung fertig hatten, knallt uns im Prinzip der Stahlmarkt um die Ohren. Und so ist es eigentlich, dass wir mit so einem Ergebnis den Durchschnitt bedienen können und bedienen sollten. Und viel wichtiger ist es, dass wir die Solidarität eben haben in der Fläche und dass wir zusammenstehen. Insgesamt ist das Ergebnis als ein gutes zu bewerten, weil wir haben die Fläche gehalten. Und das sollte, denke ich, Anreiz genug sein, um der starken Organisation beizutreten. Wer dieses Tarifergebnis in der jetzigen wirtschaftlichen Situation sieht, kann eigentlich nur eine Entscheidung treffen, IG Metall-Mitglied zu werden.
Wir haben dieses Ergebnis nur deshalb erreicht, weil wir mit dem drohen konnten, was unsere stärkste Waffe in jeder Tarifauseinandersetzung ist. Warnstreik und dann letztlich auch ein Erzwingungsstreik. Im Endeffekt zählt Organisationsstärke, Mitgliederzahl. Das ist das Entscheidende, was letztendlich uns immer die Möglichkeit gibt, auch arbeitskampffähig zu sein. Wenn man erfolgreich sein will, muss man einfach gut organisiert sein. Den Leuten, die noch nicht zu uns gehören und noch nicht bei uns in der Gewerkschaft sind, den kann man einfach nur sagen, auch in so schwierigen Zeiten kann man es nur zusammen erreichen. Und für die jungen Leute, die halt noch nicht in der IG Metall sind, ist es natürlich wichtig, bei uns beizutreten.